Wer steckt hinter Revolution Chemnitz? Wir schauen uns einzelne mutmaßliche Mitglieder genauer an. Beispiel Tom W., 30 Jahre, regelmäßiger Teilnehmer rechter Aufmärsche und ehemaliger Rädelsführer von Sturm 34, einer rechtsextremen Kameradschaft. 2006 gründete sich die kriminelle Vereinigung. In der Garage eines ehemaligen NPD-Funktionärs in Mittweida haben sie sich getroffen, auch zum Musizieren. Tom W., hier an der Gitarre, schart am Ende etwa 50 Gleichgesinnte um sich. Körperverletzung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung. Anderthalb Jahre verbreiten sie in der Region Angst und Schrecken. Im Visier Andersdenkende und Ausländer. Allein 2007 kam es zu zahlreichen Straftaten. Das belegen die Ermittlungsakten. Auch in Geringswalde schlagen sie zu. Linken Stadtrat Robert Sobolewski kehrt an den Ort zurück, an dem er und andere Jugendliche immer wieder ins Visier gerieten. Das war früher eine alte Mittelschule von Geringswalde. Und da das halt ein alternativer Treffpunkt war, war das auch Ziel natürlich von den Nazis, von Sturm 34. Also haben halt mehrfach die Scheiben zerschossen in den oberen Bereichen. Haben halt hier auch davor gewartet, manchmal auf den Parkplatz, wenn welche rauskamen, rumgebrüllt. Und haben dann auch unten, wenn man jetzt hier guckt, wo das Gestell steht, Heizungskeller dort in Brand gelegt. Nicht nur hier hinterließ Sturm 34 seine Botschaften. Das Ziel der Gruppe, in der Region eine national befreite Zone zu errichten. Wir fahren nach Mittweida zum ehemaligen Hauptquartier. Die Garage gibt es noch immer. Neonazis gehen hier nicht mehr ein und aus. Das Tor ist verschlossen. Eine Anwohnerin hat das Treiben damals beobachtet. Wie haben Sie das Ganze hier erlebt? Also es war ja ein Treffpunkt. Ja, mit Waffen und alles. Ja. Mit Waffen? Ja, war nur Waffen mitgespielt. Haben Sie das selber auch mitbekommen und gesehen? Ja, wir haben immer hier außen gesessen. Und die haben dann mit Waffen hantiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, die haben nur hinten Schießübungen gemacht. Was waren das für Waffen gewesen? Luftdruck? Nein, das kenne ich mich nicht aus. Das wissen Sie nicht. Tut mir leid. Sie sagt, ihr damals 12-jähriger Sohn wurde von Sturm 34 geködert, wie so viele andere Jugendliche. Ja, mein Sohn hat immer auf mich gehört. Er ist dann nachts ausgerissen und alles durch Schätze. Und wollte dort mitmachen? Und wollte dort mitmachen. Hat er auch teilweise mitgemacht. Dann haben sie ihn mehrmals festgenommen deswegen. Was konkret ist da vorgefallen? Was haben die gemacht? Plakate ausgeteilt und Fensterscheiben, sowas eingetroffen und sowas. 2007 wird Sturm 34 vom sächsischen Innenministerium verboten. 2008 beginnt der Prozess gegen 5 Mitglieder der Kameradschaft. Unter ihnen auch Tom W. Weil sich das ganze Verfahren bis 2012 in die Länge zieht, kommen die Hauptangeklagten mit Geld- und Bewährungsstrafen davon. Oliver Decker, Experte für Rechtsextremismus an der Uni Leipzig, kann das nur schwer nachvollziehen. Doch nach seinen Untersuchungen war das damals symptomatisch für die Behörden in Sachsen. Das ist häufig sehr rätselhaft, wie auch von Seiten der Justiz mit der Neonazi-Szene umgegangen wird, wie wenig Verfolgungsdruck ausgeübt wird und wie wenig konsequent tatsächlich sanktioniert wird, dass es hier im Grunde genommen eine Art von Legitimation oder, wenn man so will, auch Verleugnung der Bedrohung gibt, das kann man sagen. Das sei der perfekte Nährboden für Rechtsextremismus. Und tatsächlich, selbst nach dem Verbot von Sturm 34 begehen einzelne ehemalige Mitglieder weitere Straftaten. Die handelnden Personen waren nie wirklich weg. Revolution Chemnitz konnte auf gewachsene Strukturen zurückgreifen. Ihre Facebook-Seite haben sie von einer anderen verbotenen Neonazi-Gruppierung übernommen. Dort heißt es, schon bald wird der Tag der Revolution kommen. Auch den 30-jährigen Marcel W. zählen die Ermittlungsbehörden zur Revolution Chemnitz. Hier bei einem Rechtsrockkonzert im thüringischen Thema vor einem Jahr. In Chemnitz kommen wir mit seiner Nachbarin ins Gespräch. Lysan Otto wohnt direkt unter dem Terrorverdächtigen. Worüber der sich mit Freunden oft unterhielt, hat sie mitbekommen. Und halt auch das Thema Valhalla, dass ich da mal unterhalten wurde und dass ich das sehr klar verstanden habe. Dass es halt ein schönes Symbol ist unserer Deutschen und also immer auf den Nationalismus hingezogen, so dass wir Deutschen das Volk sind und die Ausländer alle uns eigentlich nur das wegnehmen wollen. Ihrem Hass auf Ausländer lassen sie hier am Chemnitzer Schlossteich Taten folgen. Gott sei Dank!
einmal! Am 14. September sollen mindestens 4 mutmaßliche Mitglieder der Revolution Chemnitz mit anderen als Bürgerwehr aufgetreten sein und 2 Migranten attackiert haben. Mit ihrem Handy filmen die Zufallsopfer die Angriffe. Ein Iraner wird dabei verletzt. Verhaftet wird in diesem Zusammenhang Christian K., 31 Jahre. Er gilt als Kopf von Revolution Chemnitz. Christian K., Tom W. und Marcel W. waren wiederholt bei Veranstaltungen von Pro Chemnitz dabei. Hat ihnen die Teilnahme an den Massendemonstrationen das Gefühl gegeben, die Zeit sei reif, loszuschlagen?